mit Jesus Urlauber. Oh, Tag auch. Hier ist der Guru wieder, ne? Ich liebe es ein bisschen. Krasse Sachen passieren in der Welt. Ja, richtig krasse Sachen, von denen man kaum wahrhaben möchte, dass man nicht damit gerechnet hat. Aber es passieren Dinge. Ich habe hier mal zwei Zeitungen. Und zwar habe ich die Bild-Zeitung von gestern, ja, kam mir ins... in der Tanke musste ich meinen Sprit bezahlen und dann lag die da. Ne? Und weil ich ja jetzt normal fahre, ne? Normale Auswanderer, wenn man so will, ne? Stand da hier aber von zu Hause, vom neuen Zuhause schon, muss man mal gucken, ne? Muss man mal gucken, was da passiert. So, ne? Und hier habe ich mir gedacht, so, voll geile Sache. So machen deutsche Rocker Millionen auf Mallorca. Da steht da erstmal, wie viel da, ne? Also. Steht nicht wie viel, aber Millionen, ne? Millionen. Und dann steht hier mit Drogen, Prostitution und Erpressung scheffelten die deutschen Rocker auf Mallorca Millionen. Ja, wenn das so einfach ist, auf Mallorca Millionen zu machen, dann gehe ich einfach hin und arbeite als Nutte. Prostituieren kann ich mich auch. Und Drogen nehmen kann ich auch. Und wenn ich mit Drogen Geld machen kann, naja. Eigentlich nicht mein Ding, können die Rocker gerne weitermachen. Ich mache da einen Aschraum auf, ein Begegnungszentrum und ja, ne, gespannt sein und gucken, was draus wird und wie es sich diesmal gestaltet. So, jetzt aber, ne, geht gerade weiter hier, ich weiß noch nicht genau. Also dann ist auch hier Mallorca Rocker, ne, und dann habe ich hier, ich muss mal gerade gucken, hier Bild bringt 4 TV-Dinos zusammen. Die schon halb tot sind. Herr Prinz William mit Kind. Ah, hier. Mit ihrem Schwarzgeld wollten die Rocker eine Formel 1 Strecke bauen. Ja, da sieht man, wie die Formel 1 Strecken zustande kommen. Ja. Bestimmt nicht durch Spendengelder. Frage ich mich dann immer, wo diese Gelder auch immer herkommen. Ne? Das ist eine andere Mafia, ne? Das sind dann halt Industrielle. Und hier, das war ich, also Doppelseite, also die Mitte von der Bildzeitung von gestern steht hier. Und ich schwöre, ich habe es mir noch nicht mal durchgelesen, sondern einfach nur, ich finde, die Bildzeitung ist so geil. Ja, die haben alles, was man so braucht. Und jetzt steht hier auf einer halben Seite verteilt, warum Grillen wirklich glücklich macht. Man, hätten wir das gewusst, dass Grillen der Weg zum ewigen Glück ist, dann hätten wir einfach viel mehr gegrillt früher. Und wären weniger in die Kirche gegangen. Na, so. Dann steht hier Köln. Ja, ist jetzt Kölner Lokalteil, ja, von der Bildzeitung. Köln. Kann man lesen in der Zeitung, ja. Und dann steht hier Unterkörper, pass auf hier, direkt als allererste, direkt in illegaler Anbau, das was da steht, ja, 250.000 Euro. Ja. Das ist das erste, was der Bild-Zeitungsleser über das sieht, was er jetzt hier an illegal und bla bla, ist das wieder 250.000 Euro. Der erste Gedanke von den meisten Leuten, die alle kein Geld haben und sowas, muss doch dann sein so... Gras müsste ich anbauen, wenn man so viel Kohle mitmachen kann. Und wenn ich nur ein Zehntel davon mache, 25.000 Euro, man darf es nur nicht erwischen lassen. Aber cool finde ich den Aufreißer der Seite hier. Hier, da steht, hier fackelte ein Riesenjoint ab. Ja, sowas steht in der Bildzeitung. Also, ne, jeder, der das für bare Münze nimmt, muss jetzt quasi eigentlich schon glauben, dass hier ein Riesenjoint abgefackelt ist. Ja. Ein potenzieller Riesenjoint ist ja noch was anderes. Ne? Aber es ist nicht nur die Bildzeitung, die sehr interessante Sachen schreibt. Ich habe mich wirklich über was ganz anderes gewundert. Vor ein paar Tagen war ich auch schon mal in der Tanke, nachts. Und ich kaufe eigentlich nie Zeitungen. Ja, da, wirklich, das ist die erste Bildzeitung seit 2006. Muss schon mal hier in meinen Videos gucken. Irgendwo gibt es da auch, wo hat, glaube ich, die Merkel immer was gesagt. Da habe ich mir eine Bildzeitung kurz mal gekauft, um sowas zu machen wie hier gerade.
Dieses hier, Oma nannte sowas immer Schmuddelheftchen, ja, Schmuddelheftchen, Tittenmagazine, ja. Das lag irgendwie, also ich kann mich an die Praline erinnern aus meiner Jugendzeit, der Vater von einem Kumpel von mir, der war bei so einem Lesezirkel und unter anderem war da natürlich auch die Praline und die Wochenend immer dabei und die habe ich dann immer wieder aufs Klo genommen. Ja, so, hier haben wir 2,50 Euro kostet, das ist der Hammer. Also, diese, alles ist geil. Guck mal, hier, ich kann das so in die Kamera halten, was alles jugendfrei ist, weil es extra schon zensiert ist. Alles hier, wo, komm, da. Hier, ne? Seht ihr? Alles zensiert. Ich kann hier einfach das so in die Kamera halten. Olivia braucht täglich Sex. Ne, sowas sieht man dann wieder, das erwartet man auch. Das ist das, warum ich eigentlich solche Hefte gar nicht kaufe, weil sowieso alles drin zensiert ist und naja, viel Unerwartetes gibt es normalerweise nicht da so. Aber hier in diesem speziellen Heft war es ein wenig anders, weil, wenn ich es, hier kommt es jetzt, genau. Da schlägst du Seite 18 auf, das ist die aktuelle, ja, die habe ich vor ein paar Tagen an der Tanke gekauft. Und hier gibt es auf Seite 18, 19 diese Seite. Und da sehen wir hier oben einmal erstmal, was uns alle angeht. Und dann steht da, achso, ne, muss ich andersrum halten. das da, hier, nein, wo, hier, so. Zurück zur Natur. Raufs aufs. Ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Ich hab's heute irgendwie, habe ich einen Sprachfehler heute. Ne? Also rauf aufs Land und sich selbst versorgen. Ja? Und dann steht hier in dem Artikel so Sachen, so Oma und bla. Und dann ist hier noch so ein Pärchen, die halt immer. Ne? Und, also, was ich halt eben toll finde, dass überhaupt solche Anregungen in solchen Heften zu finden sind. Ja, Schmutz hier, Tittenmagazine. Ja. Und dann quasi solche Anregungen in solchen Heften, also quasi zum Selbstversorger zu werden und dass das auch immer trendiger wird und bla bla. Ja, ne? Darüber redet Deutschland. Wann wird es mal wieder richtig Sommer? Ja, man hat das nicht. Ich habe gestern einfach nur die Sonne ein bisschen beleidigen müssen. Ich habe gesagt, die alte Sau knallt hier wieder rum. Heute ist sie weg. Ein bisschen beleidigt. Das ist okay so. Manchmal darf die Sonne beleidigt sein. Wir brauchen Wasser auch teilweise und Schatten. Ja. Ah, ein Kreuzworträtsel, das habe ich noch. Ja, das werde ich jetzt gleich mal machen. Was? Meine Freundin will Sexspiele nachspielen. Sowas erwartet man. Ne, sowas erwartet man in einem Magazin wie Praline. Meine Freundin will Sexfilme nachspielen. Dann sieht man hier auch schon diese. Da. Also manchmal muss ich auch ein bisschen lachen. Ne? Ja, das war's mit Neuen aus den Medien, aus den Nachrichten. Hier, scheiße Hund drauf. Bekloppte Welt. Frieden euch allen. Und bis bald, euer Jesusbruder Bauchi, Guru, König von sich selbst, Ding, Typ.